So, da bin ich wieder und nur noch ein paar Stufen zum Ruhm, die ich jetzt beschreiten werde und dann werden wir sehen, was uns dort oben erwartet. Ich werde langsam ein bisschen heiser, aber ich habe noch keine Lust aufzuhören. So, wer steht denn da? Oh, ein Zwerg! Guck an! Wer bist du denn? Ich bin Topin, Mitglied des Pearl-Clans und Wächter von Axanthor. Ah, okay. Oh, ich weiß schon, du bist hier, um eine Audienz bei Axanthor zu erbitten, oder? Natürlich bist du das. Ist ja auch völlig verständlich. Immerhin ist das ohnehin schon überwältigend. Mächtiger Axanthor jetzt noch überwältigender. Und mächtiger geworden. Leider ist das aber auch der Grund dafür, dass ich dich nicht zu ihm lassen kann. Er ist schlicht und ergreifend zu stark. Der gewaltige Blitz, der es neulich getroffen hat, muss es mit der Macht des ehrwürdigen Sino erfüllt haben. Ach komm schon, Junge. Ich bin einen Kopf größer. Du scheinst ja wirklich Feuer und Flamme für Axanthor zu sein. Bemerkenswert. Ja, und mein Feuerregel auch. Aber das tut nicht zur Sache. Perla hat mir strikt aufgetragen, niemanden in die Nähe von Axanthor zu lassen. Ey, Perla wollte, dass ich komme. Wenn nötig, werde ich dich zusammen mit meinem Viscora von hier vertreiben. Wer war Viscora jetzt nochmal? Wäre gut zu wissen. Na, dabei tue ich das doch. Nur zu deinem eigenen Wohl. Traurig, dass du das nicht erkennst. Auf ihn mit Geschleim, Viscora. Ein Schnecken-Pokémon? Ja, ein Schnecken-Pokémon. Darf ich es mir mal näher angucken? Wieso? Darfst du zuerst angreifen? Na. Dann gebe ich dir direkt mal die Glut. Eventuell klappt das. Nicht so gut, nein. Aber er wurde verbrannt. Schon mal was. Oh nein, das wird ein starker Angriff. Aber dafür darf ich danach zweimal angreifen, wenn ich es überlebe. No! Das war ein Wasserangriff. Oh nein. Ja, wenn ich es nicht gegen den schaffe, macht es vielleicht echt keinen Sinn, dass ich weitergehe. Aber mit Elektro sollte da doch schon mal was zu holen sein. So. Donnerschock. Los. Ey, was? Wieso machst du Wasserattacken? Du bist kein Wassertyp. Ey. Immerhin haben deine Attacken schon mal nicht so viel Effekt gegen meinen Shinox. So. Da war's. Wer heilt mich jetzt? Ich will nicht nochmal zurücklaufen. Der Weg war schon recht weit. Aber ich habe ja auch drei Beleber bekommen am Ende der letzten Folge. Oder war es am Anfang? Das kann nicht sein. Meine Niederlage ändert aber nichts daran, dass ich dich nicht so Axanthor lassen kann. Es würde dich im 0, nix zu Kleinholz verarbeiten, wenn du in seine Nähe kommst. Normalerweise beruhigt es sich immer, wenn man ihm seine zwei Lieblingsspeisen als Opfergabe darbietet. Aber momentan komme nicht einmal ich als sein treuer Wächter nah genug an Axanthor heran, um sie ihm zu geben. Ein Außenseiter wie du hätte erst recht keine Chance. Oh, sag das nicht. Es heißt, das ehrwürdige Sinnoh gewährte den Vorfahren von Axanthor, Damitir und ihresgleichen vor langer Zeit große Macht. Mit deren Hilfe beschützten sie Pokémon und Menschen gleichermaßen. Ohne diesen Segen könnte der Pearl-Clan heute nicht in Hisui leben. Perla? Axanthor ist also noch stärker geworden? Dann ist es jetzt eine regelrechte Bedrohung. Was, wenn der seltsame Blitz, der es getroffen hat, von diesem falschen Sinnoh geschickt wurde, der das Diamant-Clan verehrt? Für den Pearl-Clan ist Axanthor ein sehr bedeutsamer Pokémon. Ich kann sein Schicksal doch unmöglich in die Hände eines Außenseiters legen. Aber von diesem Gedanken muss ich mich wohl verabschieden. Je früher Axanthor besänftigt werden kann, desto besser. Wenn wir es nicht davon abhalten, noch mehr Menschen und Pokémon zu verletzen, wird es irgendwann zu Konflikten mit dem Diamant-Clan und der Galaktik-Expedition kommen. Ja, okay, aber... Hey, Fremder aus dem Himmel. Bist du dir sicher, dass die Galaktik-Expedition diese Angelegenheit regeln kann? Das kriegen wir hin. Keine Frage. Na schön. Topin und ich werden die Lieblingsspeisen von Axanthor besorgen. Oh gut, dass ich das nicht noch machen muss. Währenddessen suchst du eine Methode, mit der wir es besänftigen können. Durchkämme jeden einzelnen Winkel von Hisui, wenn es sein muss. Okay, dann mache ich doch lieber die andere Aufgabe.
Hoffentlich habe ich einen Wegmarker. Das Arcus-Phone scheint auf irgendwas zu reagieren. Durch eine mysteriöse Kraft kannst du im Handumdrehen zu den Basislagern zurückkehren. Ja, öffne die Karte, drücke X, um Schnellreise zum Basislager. Okay. Okay, sollte ich das machen? Vollregel ist besiegt. Ja, sollte ich machen. Ach nee, nicht hier schon X. Erst auf der Map. Und wieder falsch. Oh. Tut mir leid. Wirklich. So, wo ist mein Basislager? Was ist hier oben? Graslandbasis, da wollte ich aber nicht hin. Wo bin ich denn gerade? Hier oben? Wo bin ich denn? Kann ich reinzoomen irgendwie? Ups. Hier bin ich. Ja, genau da bin ich. Sieht so aus. Und hier irgendwo, da war das Lager. Da kann ich jetzt hin, wenn ich X drücke? Ach nee, wenn ich X drücke, kann ich mir aussuchen, wo ich hinreise. Ich muss es gar nicht vorher auswählen. Praktisch. Dann gebe ich erstmal meine Forschung. Ah nein, erstmal nehme ich Anton mit. Hallo. Ich würde gern Pokémon tauschen. Ich hätte gerne mein Anton. Gegen Bidiza. Eigentlich hätte ich auch gerne Kleinstein dabei. Gegen... Na. Stralili. Nee, ich will... Ach doch, gegen Stralili. Die Entwicklung davon kann ich mir nochmal irgendwo fangen. So, Anton am zweiten Platz. Kleinstein am dritten. Das ist eigentlich auch egal. Eigentlich ist ja nur der erste Platz wichtig. So, ich guck mal kurz, ob ich noch Ressourcen habe, die ich verwerten kann. Für Pokebälle recht viel. Für... Oh, Schwerbälle könnte ich mal ausprobieren. Der kann nicht weit fliegen. Dafür ist die Erfolgschance höher. Hm, vielleicht macht es Sinn, ein paar davon mitzunehmen. Ich gucke aber erst nochmal weiter. Den Trank. Die Aprikokos brauche ich für die beiden. Und sonst die Steine. Das brauche ich alles sonst nirgends. Hier brauche ich für beide das Lauch. Aber Beleber sind mir fast wichtiger. Wobei beides ist wichtig. Aber ich habe nur 3 Beleber und ich habe noch 10 Tränke. Dann baue ich jetzt erstmal Beleber. Wie viel kann ich machen? 4 Stück. Und ich könnte 10 machen, nehme aber nur 5 mit erstmal, um die ein bisschen auszutesten. So. Und jetzt liefere ich meine Daten ab. Mo, hello. Wie laufen die Untersuchungen zu Exeter? Alles im grünen Bereich? Naja. So-so. Seine Lieblingsspeisen würden es also beruhigen, sagst du. Darüber muss ich mir in meinem Büro nachgrübeln. Leistest du mir Gesellschaft, Mo? Ah ja, okay. Können wir das den Weg überspringen wieder? Das wäre lieb. Ja, wieder 800. Das ist nicht so viel, aber ich habe auch nicht viel gemacht. Ich muss mir dann irgendwann nochmal Zeit nehmen, um mir die ganzen Missionen anzugucken, die hier. Oh, bei Shinux habe ich schon recht viel. Bei Paras habe ich auch recht viel. Ja, für den Anfang. Da setze ich mich irgendwann nochmal ran. Da habe ich Bock drauf. Also bis jetzt, ich mag das Spiel sehr. So als kurze Zwischenstatement. Es sind mir nur echt zu viele Cutscenes. Die Geschichte ist, ja, ganz okay. Ich blick noch nicht so ganz durch. Was ist mit diesen, mit den beiden, die jetzt in der Folge dazukamen vom Anfang? Was es mit den beiden auf sich hat? Ach nee, das war Anfang letzte Folge. Aber, ganz, ganz viel Story. Gehen wir noch einmal die Informationen durch, die du von Perla und Taupin erhalten hast. Das in Rage geratene Angstentor hat sich früher mit seinen 2 Lieblingsspeisen beruhigen lassen. Könnte es sein, dass durch die Kombination dieser beiden Speisen ein bestimmter Duft oder gewisse Bestandteile entstehen, die eine besänftigende Wirkung auf Angstentor haben? Haben. Aber wenn sich ihm in seinem jetzigen Zustand nicht mal seine Wäsche nähern können? Bitte gebt mir etwas Zeit zum Nachdenken. In meinen Unterlagen muss doch irgendwo ein Anhaltspunkt geben. Ich denke. Vielleicht sollte ich mir eine andere Mütze anziehen, da diese ein bisschen dämlich aussieht. Ich habe die Idee.
That's it. Das ist es. Wir werfen sie einfach. Oder genauer gesagt, du, dein Wolf-Talent, hast du ja schon bewiesen. Warum also solltest du Angstotros seine Lieblingsspeise nicht einfach zuwerfen? Ja, klingt schlüssig. Clever. Ich werde die Technologie zur Herstellung von Pokébällen nutzen, um die beiden Zutaten zu einer runden Kugel zu formen. Diese Kugel sollte dann ihre besänftigende Wirkung entfalten können. Ich taufe sie auf den Namen Entspannungskugel. Wäre Lavenkugel nicht ein besserer Name? Aber das hört sich doch an, als würde jemand mich werfen. Die beiden Lieblingsspeisen von Angstator besorgt jedenfalls der Pearl Clan für uns. Richtig? Richtig. Du solltest jetzt zum Baumriesenkampffeld zurückkehren und den Pearl Clan von unserem Vorhaben in Kenntnis setzen, Mo. Wenn du zum Baumriesenkampffeld möchtest, würde ich es empfehlen, erst zur Anhöhenbasis aufzubrechen. Ja, danke für den Tipp. Ey, was denkt ihr, was für senile Leute dieses Spiel spielen? Ganz ehrlich. Okay. Dann jetzt wieder dahin. Meine Pokémon haben volle Energie. Ach, was willst du jetzt wieder? Ich muss zugeben, der Galaktik-Hauptsitz ist wirklich ein beeindruckendes Bauwerk. Hey, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Aber bevor ich mich in langen Erklärungen verliere, demonstriere ich es dir lieber. Lass uns zu eurer Anhöhenbasis gehen. Oder wie auch immer ihr den Ort genannt habt. Das hat sie doch jetzt nur gesagt, um zu spotten. Sie weiß doch, wie der Ort heißt. Sie hat es doch richtig gesagt. Oh, cool, hier ist das Tier. Wow. Ich habe Dümatier erklärt, dass du das gesamte Grasland auf der Suche nach einer Möglichkeit durchkämmst, das in Rage geratene Angstator zu besänftigen war. Und das als jemand, der weder dem Pearl Clan noch dem Diamond Clan angehört, sondern sich bloß durch den Riss in Raum und Zeitgefüge zu uns verirrt hat. Und wie du siehst, scheinen deine Bemühungen, es nicht kalt zu stellen. Das solltest du zu schätzen wissen. Dümatier hat dich für würdig befunden. Ich soll dir wohl die Flöte übergeben. Jona, wärst du so gut? Oh, das ist jetzt voll Zelda-mäßig. Ich spiele das bestimmte Lied und dann kommt das Viech angerannt. Spitz die Ohren. Was jetzt kommt, ist sehr wichtig. Wow, das ist aber ein Pro-Move. Wie soll ich denn das hinkriegen? Ich spiele keine Flöte. Das Instrument, auf dem Jona gerade gespielt hat, ist eine Elysienflöte. Oh mein Gott. Damit kannst du die Mathieu herbeirufen, um auf ihn zu reiten. Okay, Link, verstehst du das? Den Überlieferungen nach waren diese Flöte ein Geschenk des ehrwürdigen Sinnoh. Und nun gehört diese hier dir. Ja, vielen Dank auch. Mit dieser Flöte kannst du besondere Pokémon herbeirufen. Ach, nicht nur den, sondern verschiedene. Wahrscheinlich abhängig davon, welche Melodie ich spiele. Ist nicht der Rede wert. Ich kann mit der Flöte sowieso nichts anfangen. Bist unmusikalisch, hä? Versuch doch mal, die Melodie von eben nachzuspielen. Okay. Ist das jetzt so Guitar Hero-mäßig, dass ich die richtigen Knöpfe drücke? Nö, ich kann's einfach. Naturtalent. Dümatier hat sich deine Melodie eingeprägt. Ja, die war ja schon. Wurde jetzt ja zum vierten Mal gespielt. Ich erhalte die Hirntafel von Dümatier. Hirntafel. Diese Steintafel wohnt die Energie des Typs Psycho inne. Wird sie auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Types Psycho. Okay. Wahrscheinlich die Typenstärke. Dank der Elysenflöte wird dich Dümatier geschwind durchs Land tragen. Also, worauf wartest du? Du willst doch schließlich Angstator beim Baumriesenkampffeld besänftigen, oder? Kampffeld! Auf Dümatiers Rücken kannst du das Grasland im Nu durchqueren. Okay. Danke. Aber war's das jetzt mal?
Ich würde jetzt gern einfach spielen und nicht andauernd wieder irgendwas Neues bekommen und ich will einfach nur spielen. Plusknopf. Oh. Oh. Okay. Ich hätte jetzt eher auf eine Flötenanimation und ein herbeigaloppierendes Ponita gehofft als flup, 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 flup. Anstrengend. Meine schönen Ballons warten nur auf dich und deine Pokémon. Ja, was willst du jetzt wieder? Was für Ballons? Du bist vom Forschungstrupp, kannst du doch sicher auf Pokémon reiten, oder? Ja, hättest du Lust, auf Ballonjagd zu gehen? Das ist ein Spiel, das ich mir ausgedacht habe. Du reitest dabei auf ein Pokémon und versuchst, möglichst viele Ballons zum Platzen zu bringen. Versuch... Nein, ey, jetzt nicht. Wo bin ich denn? Super Mario? Nein. Gut, angenommen ist die Quest, aber ich werde mich dieser jetzt nicht widmen. Nein. Nein, nein, nein. Kann ich von hier oben Pokébälle werfen? Nein, ich muss erst absteigen. Okay. Ist okay. Dann mochte ich diesen Reisestil sogar lieber, weil ich dann unterwegs besser sammeln kann. Sonst muss ich ja immer aufsteigen, absteigen. Oh, das hätte ich jetzt auch selbst einsammeln können. Aber naja. Gut, so hat man denn seine Bediensteten. Was hat mich eigentlich? Was? Kleinstein verfolgt mich. Nicht schlimm. Soll es doch. Oh, hier, Bären. Kann ich das auch selbst? Nein, das muss ein Pokémon sein. Gehe ich in die richtige Richtung? Ja. Oh, der Baum ist schon ein gutes Stück entfernt. Vielleicht reite ich doch nochmal. Ich nehme unterwegs natürlich möglichst viele Ressourcen mit. Gar keine Frage. Diesen ganzen Pokémon-Kämpfen, dem widme ich mich ein andermal. Ich möchte jetzt erstmal wissen, was da hinten los ist. Und dieses. Ich bin neugierig auf dieses starke Pokémon, von dem die ganze Zeit die Rede ist. Oh, hier komme ich gar nicht weiter, ne? Da müsste ich einen Kopfsprung machen, aber ich ertrink doch im Wasser. Na dann, der Bärenbusch. Und wieder weg hier. Ah ja, genau, Dala. Gut, 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 gut. Was war das? Nehme ich auch noch mit. So viel die Taschen tragen. Genau, diesen Kämpfen widme ich mich ein andermal. Und dann werde ich wahrscheinlich mal ganz lange versuchen, möglichst viele Punkte zu sammeln, um im Rang aufzusteigen. Und zumindest diese ganzen Pokémon, diese Anfangs-Pokémon, nenne ich sie mal, denen ich bisher auf den ersten zwei Routen, nenne ich sie mal, begegnet sind, verzeichnen und analysieren und was man da nicht alles machen muss. Fangen, besiegen. Ich bin eine Elster. Alles, was funkelt, zieht mich an. Ich kann da nicht einfach dran vorbeireiten, wenn ich sehe. So ertrinke ich auch nicht mehr so schnell wahrscheinlich. Da ist noch was. Das. Wie sieht eigentlich mein Inventar aus? Würde ich gerne gerade nochmal reingucken und schon wieder falsch gedrückt. Dabei wird es einem extra am Bildschirmrand angezeigt. Nein, nicht Basis-Items. So. Oh oh, nur noch zwei freie Slots, dann muss ich echt langsam Sachen ablegen oder anfangen zu verarbeiten. Warte, was bist du jetzt eigentlich? Bist du ein Pokémon? Oh, du bist ein Pokémon! Komm her, dich habe ich noch nicht. Typ. Ich glaube, der entwickelt sich aus diesem roten Käfer. Also mache ich kein Feuer, sondern erstmal nur einen Ruckzucki. Also Typ Käfer. Deswegen kein Feuer. Gut, überlebt. Dann Pokéball drauf.
Irgendwie fange ich immer beim ersten Versuch. Ich habe, glaube ich, noch nicht einmal die Animation gesehen, dass ein Pokémon ausgebrochen ist. Oder? Doch, ganz am Anfang, in der Intro. Da war es aber gescriptet, dass es ausbricht. So, noch 100 Meter entfernt. Ups. Oh Gott. Oh nein! Oh. Oh, Sichlor! Sichlor. Schwerball? Wie benutze ich die? Haben die mich schon gesehen? Nein. Greift er an oder flieht er? Er sieht mich gerade nicht mehr, glaube ich. Oder doch, ich habe noch das Auge am Bildschirmrand oben. Dann, was soll ich nur tun? Nein! Das war natürlich die klügste Entscheidung. Wo ist der Schwerball? Da. Der fliegt nicht so weit, heißt es. Ich muss jetzt echt nah ran. Bitte komm zu mir einfach. Wow! Nein, daneben! Nein, schon wieder! Ich hab nicht mehr... Ich hab noch drei! Ja! Hey, das war doch ein Treffer! Oh oh, ich muss gegen den kämpfen. Welches Level hat denn der? Krieg ich leider halt nicht angezeigt, so. So, dann wirf mal. Und ich gehe aus dem Weg. Der hat scharfe Scheren. Was gibt's denn hier rum? Kann ich während dem Kampf Sachen einsammeln? Nö. Ja. Blut, ne? Level 14. Locker. Und er brennt. Gut, dann werde ich ab jetzt versuchen, Pokébälle zu lassen und nicht mehr angreifen. Ui. Ich freue mich sowieso nicht mehr. Gut, Anton, komm mal rein. Ich hoffe, dass du keine Attacke mehr abbekommst. Ich werde jetzt fangen. Anton ist nichts passiert. Sichlor schadet die Verbrennung. Ja, es ist schade, wenn der zu viel Schaden nimmt. Kann ich ihn nicht erkennen. Gut, er brennt nicht mehr. Komm, noch ein Versuch. Ja. Cool. Holz. So, langsam dürften meine Inventarslots voll sein. Jetzt kann ich nur noch die Gegenstände, die ich habe, auffüllen. Ach, da bin ich schon richtig. Bin ich wirklich? Ich bin aber jetzt nicht an dem Baum, an dem ich vorhin war, oder? Ach, ich habe die Treppen einfach übersprungen, glaube ich. Ja. Gut. Allerdings widme ich mich dem erst in der nächsten Folge. Wir starten dann von hier in der Hocke. Bis dann. Tschüss.